Der amtierende Präsident Syriens al-Assad ist zum dritten Mal wiedergewählt worden. Er kam laut dem Parlamentspräsidenten auf 95,1% der Stimmen. Die Europäische Union erkennt die Präsidentschaftswahl in Syrien nicht an. Einzuräumen ist ein bedenklich hohes Ergebnis, aber zivilisiertes Verhalten gebietet erstmal eine grundsätzliche Gratulation. Die Kurznachrichten für den 28. Mai 2021. Wo wir gerade von zivilisierten Verhalten sprechen, nach Zwangslandung in Minsk droht Bundesaußenminister Maas mit einer langen Sanktionsspirale. Der Deutsche droht dem Russen oder dem Weißrussen. Hier festigen sich historische Verhaltensnormen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat beim litauischen Generalstaatsanwalt Strafanzeige gegen den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko gestellt, wegen Entführung eines Flugzeuges mit krimineller Absicht. Der litauische Außenminister hat sich wegen einer möglichen Annexion von Weißrussland durch Russland besorgt gezeigt. Die USA werden in den Vertrag über den offenen Himmel nicht zurückkehren, das erklärte die Administration von US-Präsident Joe Biden am Donnerstag in Washington. Ein neuer Zwischenfall an der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien hat erneut für Spannungen gesorgt. Aserbaidschan nahm 6 armenische Soldaten gefangen. In vielen afghanischen Provinzen toben Kämpfe zwischen den Taliban und den Regierungstruppen. Zeitgleich laufen Friedensverhandlungen. Vor knapp 4 Jahren haben 6 Männer mehrere Terroranschläge in Katalonien verübt. 16 Menschen starben. Nun wurden 3 überlebende Täter zu teils sehr langen Haftstrafen verurteilt. Die slowenische Justizministerin ist gestern zurückgetreten. Hongkongs Medientycoon Jimmy Lai wurde erneut verurteilt. Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un hat die Lage in Nordkorea bei einer Ansprache vor dem Gewerkschaftsbund seines Landes als die schwierigste in der Geschichte bezeichnet. Allerdings sieht das nordkoreanische Oberhaupt auch Fortschritte auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Jemen dementiert den Aufbau einer fremden Luftwaffenbasis in seinem Landesgebiet. Ankara verurteilt das Vorgehen Israels in Gaza. Türkei spricht von einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein Facebook-Nutzer aus Berlin ist nach Hetze gegen Bundeskanzlerin Merkel zu 8 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, berichtet dpa. Am 6. Juni findet in Sachsen-Anhalt die Landtagswahl statt. Eine INSA-Umfrage sorgt für Alarm. So hat die AfD im aktuellen Sachsen-Anhalt-Trend erstmals die CDU von Ministerpräsident Hasselhoff überholt. Auch in Sachsen ist die AfD laut Umfrage mit 26% stärkste Kraft. Aber noch keine 95%. 7.380, die Zahl des Robert-Koch-Instituts für heute. 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 39,8. Deutsche Forscher finden einen möglichen Grund für Thrombosen nach Corona-Impfungen. Das Ganze an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Man vermutet das Adenovirus als Ursache. Dieses kommt in den Körper. Im Zellkern findet dort eine Art Abschrift des genetischen Codes statt. Aus der können dann neue Proteine entstehen, aber auch Fehler. 4 Frauen und ein Mann haben nach einer AstraZeneca-Impfung schwere Thrombosen entwickelt. Eine der Frauen ist daran verstorben. 3 weitere werden in Krankenhäusern behandelt. Das Ganze in Griechenland. Forscher finden Verunreinigungen in selbigen AstraZeneca-Impfstoff. Die Hausärzteschaft in Deutschland widerspricht Bundesgesundheitsminister Spahn zur Impfung von Kindern. Das Risiko sei vielleicht größer als der Nutzen. UNICEF soll 220 Millionen Dosen Sputnik V erhalten. Die BBC-Radiomoderatorin Lisa Shaw ist kurz nach einer Impfung mit dem Coronavirus-Impfstoff des Herstellers AstraZeneca gestorben. Zuvor hatten sich bei der 44-jährigen Frau Blutgerinnsel entwickelt, wie ihre Familie in einem Statement mitteilt. Zum Wetter noch. Heute im Osten wolkig mit Schauern, im Südwesten und Westen bleibt es meist trocken, zeitweise freundlich. Morgen ebenso. Ab Montag setzt sich freundliches Wetter durch. Alternative Music.